Hallo, ihr Wundervollen. Ihr seht mich heute mal sehr, sehr, sehr neutral. Kein Schmuck und nichts. Denn ich habe heute mal ein besondereres Video für euch geplant. Und zwar sehe ich immer wieder, wie bei Instagram und auch bei YouTube, viele, viele, viele größere Blogger und auch kleinere sich quasi Werbung machen für die Brillen von Key Australia. Und jetzt hatte meine liebe Freundin Sonja kürzlich mal ein Bild von sich mit ihrer neuen Brille, beziehungsweise ein Bild von ihrer neuen Brille, die auch von Key Australia ist, eine High Key Mini, gepostet. Und ich dachte, ja, die sind ja schon sehr schön. Jetzt hatte ich überlegt, bestellst du dir einfach die selber auch nochmal selber oder bist du eine gute Influencerin oder YouTuberin und bestellst einfach mal viele verschiedene Modelle. Ich glaube, ich habe 9 Stück, 8, 9, 10, irgendwas in dem Rahmen, bestellt verschiedene Modelle, hauptsächlich natürlich die Pilotenbrillen, weil die halt im Moment total angesagt sind, mir die auch gefallen. Ich aber nicht weiß, ob mir sowas überhaupt steht. Und deswegen dachte ich mir, wir machen heute mal ein sehr interaktives Video. Und zwar zeige ich euch die Brille einmal, wie sie hier angekommen ist, was dabei ist, wie das Modell heißt. Verlinke sie euch natürlich auch alle in die Infobox. Ich habe keine Kooperation mit Douglas, weil dort habe ich sie alle bestellt, weil da gab es so viele verschiedene Modelle. Ich habe auch auf anderen Seiten geguckt, aber da gab es lange nicht so viele verschiedene, sondern ja, 4, 5 Mal. Aber genau, also ganz lange Rede und extrem kurzer Sinn. Wenn ihr Bock auf dieses Video habt und auch schon länger mit der Idee spielt, euch eine Key Australia Brille zu kaufen oder High Key Brille oder wie auch immer man sie nennt, bleibt unbedingt dran. Ich habe ein paar Modelle, die ich euch gerne zeigen möchte. Wie bereits gesagt, habe ich viele verschiedene Modelle bestellt. Ich habe sie bei Douglas bestellt, aber Douglas gibt diese Lieferung oder die kommen nicht von Douglas, sondern von Brandfield. Warum, weiß ich nicht, ist mir aber egal. Ne? Die haben dieselben Rückgabemodalitäten. Ich sage gleich dazu, ich werde auf gar keinen Fall 9 oder 8 oder 10 Sonnenbrillen behalten, sondern maximal 2. Und ich brauche auch auf jeden Fall eine. Gerne sind es aber auch 2. Also wäre ich euch total dankbar, wenn ihr mir einfach mal in die Kommentare schreibt, welche euch am besten gefällt. Und genau, ich werde das jetzt natürlich extrem viel schneiden, weil sonst wird das Video viel zu lang. Ich werde euch zeigen, wie die Brille aussieht, wenn sie bei mir ankommt, was dabei ist, wie sie getragen aussieht. Und ich würde sagen, damit starten wir jetzt auch. Als allererstes habt ihr hier dieses außergewöhnliche Modell. Ich glaube, das ist eine, ja, Desi Perkins Brille. Desi Perkins ist eine amerikanische Schauspielerin, wollte ich gerade sagen. Könnte sie sicherlich auch, eine amerikanische YouTuberin. Hier kommt die Brille in diesem hübschen Klarsicht-Etui. Gefällt mir sehr gut. Und ich fand die Form sehr außergewöhnlich. Immer dabei ist ein kleines Brillenputztuch. Das ist immer, habe ich gerade gesehen. Und die sind auch nahezu alle gleich eingepackt. Das heißt, ihr habt hier immer eine Folie, um das Glas zu schützen. Und teilweise sind dann eben auch noch Folien um die Bügel. Genau. Und hier haben wir dieses super, super hübsche Modell, von der ich nicht glaube, dass mir die Form stehen wird. Aber ich fand die so hübsch. Die ist weiß mit schwarzen Gläsern oder ja so gräulichen Gläsern. Und der Bügel ist teilweise Kupfer und teilweise weiß. Also sie ist sehr, sehr leicht dafür, dass es doch eine recht massive Brille ist. Und angezogen sieht sie so aus. Also ich mache die Schildchen hier jetzt nicht ab. Ich finde die schon cool. Was sagt ihr? Steht mir die? Ich werde euch auch den Preis selbstverständlich immer mit einblenden. Das war Brille Nummer 1. Weiter geht es mit einer High Key Mini Brille, wie ich sie auch bei meiner Freundin so gerne so schön fand. Die kommt genauso verpackt wie die anderen auch. Hier ist jetzt allerdings nur so ein normaler Beutel drin mit so einem Metallbügel. Also sie sagt, in diesem Etui werden die Brillen auch gut geschützt. Die sind von innen auf jeden Fall super weich.
Hier haben wir ein schlichteres Modell, so wie ich sie eigentlich am liebsten mag. Das ist halt diese typische High-Key-Brille, diese High-Key Mini, genau, diese Pilotenbrille. Die ist auf jeden Fall auch ganz, ganz, ganz schlicht. Ihr habt hier einen schwarzen Rahmen. Ja, schwarz. Die Brillengläser sind auch so Anthrazit mit leicht, also ihr seht es ja, ne? Genau. Alles sehr, sehr, sehr schlicht und unaufdringlich. Finde ich schön. Was sagt ihr? Die nächste Brille ist eine High Key, also keine Mini, sondern eine normale. Ich bin echt mal gespannt, weil ich fand jetzt die High Key Mini sogar schon ziemlich groß. Und genau, das ist auch eine Brille in Zusammenarbeit mit Desi Perkins. Genau. Und hier habt ihr wieder dieses ganz normale schwarze schlichte Etui, wie ich es euch auch gerade bei der letzten Brille gezeigt habe. Und da mag ich also die getönten Gläser, finde ich schon sehr cool. Ihr habt ihr einen silbernen Rahmen, was ich ja finde, was zu blau auch extrem cool passt. Und auch die Bügel sind silber, die Nupsis hier und an der Nase sind klar. Genau. Also an sich auch eine schlichte Pilotenbrille, nur eben mit sehr groß und mit blauen Gläsern. Ja, also die finde ich für mein Gesicht vielleicht ein bisschen groß. Was sagt ihr denn dazu? Also da hätte ich gerne mal eure Meinung. Hier passt sie überall sehr gut und dafür, dass sie so groß ist, finde ich sie jetzt auch nicht schwer. Und sie drückt hier nicht. Das finde ich sehr angenehm, weil davon bekomme ich leicht Kopfschmerzen. Eure Meinung? Das nächste Schätzchen, das wir hier haben, ist das Modell Roxanne mit einer sehr fragwürdigen Hülle. Die ist in Zusammenarbeit mit Jaclyn Hill entstanden und da habt ihr dieses, ja, steht hier auch, Key Australia Jaclyn Hill. Ist natürlich jetzt für die Kamera super schwer zu erkennen in so einer goldenen Schrift. Auch das Etui ist von ihnen ultra weich. Ihr habt hier wieder das Tuch, hatte ich ja gesagt, das ist überall dabei. Aber die Hülle finde ich natürlich super hässlich. Aber das ist Geschmackssache. Deswegen nehme ich das super hässlich zurück, sondern einfach nicht mein Geschmack. Und es geht ja auch um die Brille. Genau. Die heißt Roxanne. Und die finde ich cool. Ja, die gefällt mir gut. Ja, ihr habt hier eine ja, Gunmetal, würde ich sagen. So eine grau silberne Brille. Die Bügel sind grau silber, ist auch wieder eine Pilotenbrille. Die Gläser sind auch eher grau und die hat halt drumherum so Nieten. Das sind keine Glitzersteine, sondern halt so schlichte silberne Gunmetal-farbene Nieten. Finde ich sehr cool. Bei der muss ich jetzt sagen, die drückt an der Nase ein bisschen, aber so ein bisschen Feintuning muss man ja immer betreiben. Die sitzt aber hier auch gut. Ich kann mir vorstellen, dass diese Brille echt was für Mädels mit super kleinen Köpfen ist und super schmalen Köpfen, weil die sitzt schon gut dran. Genau. Ist ja cool, wie das so blurrt, ne? Wenn ihr seht ihr das? Wenn ich euch direkt angucke, glänzt es. Und von der Seite verschwimmt das total. Die finde ich echt sehr cool. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr die findet. I like. Weiter geht's mit dem nächsten Modell. Und zwar nennt die sich After Hours Be Sunny Stay Shady. Ist die in Kooperation mit jemandem entstanden? Hier steht jetzt tatsächlich nichts von einer Kooperation drauf. Schwarzes Etui mit dem Brillenputztuch, was halt dazu gehört. Ein sehr, sehr massiv, eine sehr massive schwarze Brille. Finde ich großartig, sage ich gleich dazu. Hier steht halt Key oder Way. Ich weiß nicht genau, wie sich das. Ich glaube, Key nennt sich das
drauf. Und wie gesagt, das ist das Modell After Hours. Und ja, hier sind so Instructions, also so Beipackzettel quasi dran. Ja, auch eine wirklich tolle, interessante Brille. Ja, geil. Die finde ich ja hammergut, ne? Erinnert mich ein bisschen an die schwarze, nur an die weiße. Nur dadurch, dass die Gläser so ein bisschen breiter sind, schmeichelt die dem Gesicht ein bisschen mehr. Was sagt ihr denn zu dem Modell? Bin ich echt mal gespannt. Weiter geht's wieder mit einer Hikey Mini, allerdings diesmal rahmenlos, also rimeless. Wieder mit der schlichten schwarzen Verpackung und ja. Ich habe auf jeden Fall Schwierigkeiten, mich zu entscheiden, welche ich behalte. Also ich habe jetzt so pauschal schon, ohne euch zu sagen, welche es sind, jetzt schon drei Brillen, bei denen ich sagen würde, also sie gefallen mir schon ausgesprochen gut. Hier habt ihr auf jeden Fall dieses Rimeless-Modell. Natürlich haben die trotzdem einen Rahmen, aber der Rahmen befindet sich nicht außerhalb der Gläser, also ist nicht direkt sichtbar, sondern der Rahmen ist hier, damit man die Gläser eben auch befestigen kann und den Bügel sieht man natürlich trotzdem. Ihr habt hier ein, ja, ist es Silber? Nicht so richtig Silber, so ein Rosé-Silber. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Es ist nicht Rose Gold, es ist aber auch nicht richtig Silber. Interessant, also dieser Bügel ist klar. Die Nupsis an der Nase sind klar. Der Rest ist halt, ja, ich finde die sau cool. Also dieses Schwarz mit dem Verlauf in Grau-Weiß, klar, finde ich richtig gut. Die habe ich tatsächlich, das war, als die Lieferung kam, auch direkt aufgesetzt, weil ich einfach wissen wollte, wie dieser Effekt ist, wenn man in die Brille reinguckt und halt runter und hoch guckt. Und das ist wirklich extreme Farbunterschiede. Aber das sieht man ja auch. Ich zeige es euch jetzt einmal aufgesetzt. Die sitzt sehr komfortabel, die sitzt auch schön fest. Also jemand mit einem sehr runden Kopf könnte hier Probleme bekommen, dass sie hier eventuell drückt. Bei mir geht es jetzt, aber ich habe sie jetzt natürlich auch noch nicht so lange aufgehabt. Also sie ist schon recht schmal im Bügel. Ja. Aber schon besonders. Und das ist eine Hikey Mini, wie ich sagen würde, sie von der Form und von der Größe zu meinem Gesicht, glaube ich, mag ich die noch von den Pilotenbrillen vielleicht am liebsten. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare. Weiter geht's mit der Version Somerset. Das ist wieder eine Brille, die in keiner Kooperation entstanden ist. Aber ich fand die irgendwie ganz interessant. Ihr habt hier wieder das schlichte schwarze Etui. Und diese riesige, coole, also Somerset ist hier tatsächlich Programm. Das nimmt die doch, nimmt sie wohl. Cool, oder? Also die ist auch rahmenlos, beziehungsweise natürlich nicht rahmenlos. Die hat hier oben natürlich den Bügel und die Brillengläser sind auch befestigt, aber versteckt. Das heißt, ihr seht dann wirklich nur die Gläser, wenn man die aufsetzt. Hier ist das, die Bügel hier oben und auch die ja, normalen Bügel und auch die Nupsis an den Ohren, also hinter den Ohren, sind komplett schwarz, was die natürlich super, super unauffällig ist. Totaler Schwachsinn, weil die riesengroß ist, aber die Brille ist echt ein Statement, ne? Aber ich muss sagen, sie ist, also ihr könnt mir ja trotzdem schreiben, wie ihr die findet, aber sie ist nichts für mich, weil die hier einfach viel zu weit ist. Viel zu weit. Was ich ganz gut finde, ist, dass die tatsächlich wohl auch für größere, rundere Köpfe auf jeden Fall geeignet ist, weil sie halt so, seht ihr das? Weil die halt extrem nachgibt, aber sie ist von vornherein ein bisschen zu breit für mich. Und ich finde halt auch die Form, also die Form ist eine Pilotenbrille ohne Frage, aber die ist schon extrem groß. Ja, aber trotzdem ganz cool, finde ich. Wäre die jetzt was für euch? Weiter geht's mit dem Modell Colleen.
Coolin. auch keine Kooperation. Schwarzes schlichtes Etui. Ah, genau. Die fand ich auch auf den Bildern so, so, so schön. Ein wunderschönes Modell in so einem, ja, warmen braunen Verlauf. Ein bisschen wie Bernstein. Sehr, sehr schöne Form. Ja, alles in einem Guss quasi. Genau wie die schwarze, sehr massive Brille. Die fand ich sehr toll. Ja. Und die funktioniert für mich nicht, weil die Nupsis sind hier viel zu dicht zusammen. Das funktioniert mit meiner Nase gar nicht. Die steht hier total ab. Seht ihr das? Die sitzt viel zu weit vorne. Vielleicht ist das ein Look, den man präferiert, wenn man... Seht ihr, wie komisch das aussieht? Die macht meine Nase ganz kurz. Was jetzt nicht unbedingt schlecht ist, aber die fühlt sich ganz komisch an. Trotzdem finde ich das Modell ultra schick, ist halt nur nichts für mich. Oder was meint ihr? Soll ich die behalten, damit meine Nase mal ein bisschen kürzer aussieht, wenn man meine lange Hexennase nicht so sieht? Und dann sind wir auch schon bei dem letzten Modell angekommen. Das ist auch eine Key Australia ohne Kooperation. Das ist eine High Key Mini, auch Rimeless. Allerdings war die andere ja, sehr schlicht mit so silbernen Bügeln. Die hier hat jetzt goldene Bügel. Und hier haben wir dann eine silber verspiegelte Brille, was ich sehr cool finde, weil die ist silber verspiegelt, aber ihr habt einen goldenen Bügel. Ist das Gold? Das ist auch wieder dieses Rosé, Silber, bla. Aber dadurch kann man die natürlich mit jedem Look tragen. Ich finde die sehr cool. Genau. Ihr seht da meine Kamera im Hintergrund. Ja, wieder mit klaren Nupsis an der Nase und auch an den Bügelenden. Ja, und halt silber verspiegelt. Und das ist das Modell. Ich hoffe, jetzt kommen nicht viele Kommentare nach dem Motto, wieso, du hast doch jetzt 80% oder 70% Pilotenbrillen gekauft. Ja, das ist halt so das Markenzeichen der Firma. Ja, also alles in allem muss ich jetzt wirklich sagen, ich habe keine von den Brillen, die ich hatte, fand ich, hatte eine schlechte Qualität. Die haben alle wirklich eine schöne Qualität. Ich finde auch nicht, dass die irgendwie besonders schwer oder unangenehm zu tragen sind. Die dunkeln alle ordentlich ab. Es ist sehr, sehr befremdlich, vor der Kamera mit Sonnenbrille zu sitzen. Ja, alles in allem, also die finde ich auch super schön. Schreibt mir mal, wie ihr die findet. Nichtsdestotrotz kann ich natürlich keine neuen, ich glaube, es waren jetzt 9 Brillen behalten und deswegen bin ich ein bisschen auf eure Unterstützung und Hilfe angewiesen. Schreibt mir also unbedingt in die Kommentare, welche der 9 Brillen ihr am schönsten gefunden habt. Ich habe euch immer eine Nummer dazu geschrieben. Der Preis liegt zwischen 35 und 60 Euro. Das ist so der Standard bei Key Australia und ich glaube, die für 35 sind tatsächlich Angebote, vielleicht ältere Modelle, ich bin mir nicht sicher, weil eigentlich liegt der Standardpreis so bei 60 Euro und ich habe sie jetzt natürlich alle deutlich günstiger geschossen, weil Douglas 20% hatte, als ich bestellt habe, also 60 Euro weniger 12 Euro. Das macht natürlich einen Preisunterschied, ohne Frage. Allgemein bin ich halt jemand, die immer dann shoppt, wenn es irgendwo Rabatte gibt. Also ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, bei Douglas einzukaufen, wenn die nicht gerade irgendeine Rabattaktion haben. Da bin ich Sparfuchs, das muss nicht sein. Dann warte ich lieber mal ein bisschen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hatte da jetzt einfach mal Bock drauf, das zu machen. Einfach mal zu testen. Natürlich in erster Linie, um euch zu zeigen, dass es eben auch verschiedene andere Modelle gibt und nicht nur diese typischen Pilotensonnenbrillen, die von Key Australia ja so ganz üblich sind. Aber ja, ich hatte einfach Bock und da die Brillen echt eine schöne Qualität haben, einen guten Filter haben, also auf jeden Fall auch augenschonend sind, ohne Frage, und eine vernünftige Bewertung haben, augenärztlich getestet sind, dachte ich mir, warum dann nicht die zeigen? Aber was rechtfertige ich mich? Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Video. Macht unbedingt in den Kommentaren mit. Ich bin total neugierig. Und ich werde euch natürlich jede einzelne Brille verlinken, sofern es sie noch gibt. Genau. Und bis dahin sage ich Tschüssi, bis bald und ich danke euch fürs Zuschauen. Ciao. Tschüss.